Wir können loslegen. Ich habe hier meine Zutaten stehen. Wie schon gesagt, das ist was ganz, ganz Einfaches. Das ist auch was für den ganz kleinen Geldbeutel. Das finde ich immer ganz gut. Ich habe hier 300 Gramm Kichererbsenmehl. 900 Milliliter warmes Wasser bzw. lauwarmes Wasser. 10 Gramm Salz. Und 50 Milliliter Öl, Olivenöl in dem Fall natürlich, was sonst. Das kommt aber erst hinterher rein, also das packen wir jetzt nicht mit rein. Wir machen jetzt erstmal unseren Teig in Anführungszeichen. Erstmal unser Wasser in die Schüssel. Und jetzt ganz wichtig, das langsam einzurühren, damit wir keine Klümpchen machen. Denn ansonsten schmeckt das Ganze hinterher nicht. Ja, also von daher ganz, ganz langsam reinrühren. Ich muss mich mal gerade in die Kamera rücken. Moment, ich hab's gleich. Okay, so könnt ihr es sehen. Immer so nach und nach reingeben. Dann läuft ja auch keine Gefahr, dass da Krümchen entstehen. Das ist wieder so ein Rezept, was natürlich auch super für die Glutenallergiker geeignet ist, denn da ist ja wirklich gar kein Gluten drin. Glaube ich jedenfalls nicht. Nein, in Kichererbsenmehl definitiv nicht. Wenn in Olivenöl keins drin ist, dann dürfte das alles in Ordnung sein. Hier könnt ihr natürlich auch wieder variieren. Ne? Was weiß ich, ihr könnt zum Beispiel auch, fände ich auch nicht schlecht, so eine indische Variante machen mit Currypulver drin zum Beispiel. Ja, das hat natürlich mit der originalen Farinata nichts mehr zu tun, aber da ist ja auch wieder so, ne? Das ist ja so Geschmackssache. Ich werde euch einfach nur das Grundrezept zeigen und dann könnt ihr euch ans Kochen machen und ja, tun und lassen, was ihr möchtet. Ihr seht jetzt hier sehr gut, das ist recht flüssig. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Ja, ich glaube schon, so geht's. Das muss so sein. Es ist richtig so. Macht euch da keine Gedanken. Ja, das ist völlig in Ordnung. Bloß nicht denken, jetzt noch irgendwie noch ganz, ganz schnell Mehl da rein zu kloppen. Nein, also es muss so sein. Es muss flüssig sein. Wenn das Ganze jetzt klümpchenfrei ist, dann decken wir das Ganze mit Klarsichtfolie ab. Wo habe ich sie denn? Hier habe ich sie. Und dann geht das Ganze nicht in den Kühlschrank, sondern stellt es an irgendeinen Raumtemperaturort. Nein, was möchte ich denn sagen? Naja, also ja, lagert das Ganze in Raumtemperatur, so heißt es. Achso, im Übrigen, das Salz kommt auch hinterher rein. Also es ist völlig richtig, dass das hier noch an der Seite steht. Das Salz kommt auch hinterher rein, habe ich ganz vergessen zu sagen. Es ist erstmal wichtig, dass wir Wasser und das Mehl zusammenrühren. So. Ich habe hier eine Klarsichtfolie, die hält, ja, so gar nicht irgendwie, keine Ahnung. Wenn ihr das Ganze jetzt abgedeckt habt, dann lassen wir das Ganze stehen für mindestens 5 Stunden. Besser wären 10 Stunden, aber 5 reichen auch aus.
ist wirklich ein Rezept, was man zum Beispiel auch super ganz kurz vor der Arbeit vorbereiten kann. Ja, und wenn man dann nach Hause kommt, kann man das schon dann in die Pfanne kloppen und dann war es das auch schon. So. Und wir sehen uns wieder, wenn das Ganze hier schön geruht hat. Bis gleich. Ja, meine Lieben, da bin ich wieder Stunden später, ein bisschen strubbelig. Ja, hier ist es mittlerweile dunkel geworden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Jetzt gehen wir daran, unsere Frittata, wollte ich gerade sagen, nein, Farinata fertigzustellen. Dazu, ganz wichtig, brauchen wir eine Schaumkelle, einen Pinsel oder es geht auch, ja, müsst ihr mal gucken, vielleicht geht es auch einfach ohne Pinsel, das weiß ich nicht so genau. Das zeige ich euch gleich, aber nochmal Olivenöl, unser Olivenöl, was wir sowieso schon hier hatten, die 50 Milliliter, unser Salz. Dann haben wir hier natürlich unser Pastella. Und wie ihr seht, hat sich jetzt hier Schaum drauf gebildet. Und den müssen wir jetzt erstmal abschöpfen. Ja, das geht ganz gut mit der Schaumkelle. Es muss jetzt auch nicht, wer weiß, wie perfekt sein, aber der sollte erstmal weg sein. Jetzt hat sich das ganze Mehl natürlich nach unten verzogen. Das werdet ihr auch gleich sehen beim Durchrühren. Merkt ihr das hinterher, dass das dann erstmal wieder schön cremig wird. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, warum man den Schaum darunter nimmt oder beziehungsweise warum man das überhaupt, warum das überhaupt bildet. Da habe ich keine Ahnung. Das habe ich auch irgendwie nicht in Erfahrung bringen können. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Ich glaube, das dürfte auch reichen. Dann lege ich das jetzt beiseite. Ups, ein Schneebesen. Einen Moment. Hier ist er. Ja, also kommt jetzt unser Salz dazu. Das könnt ihr jetzt einfach reinkippen. Das Olivenöl auch. So. Und das Ganze rühren wir jetzt nochmal schön durch. Sehr schön. Jetzt brauchen wir eine Pfanne, eine Ofenpfanne. Ich habe hier so eine riesengroße. Ja, die dürfte ausreichen auf jeden Fall. Und da kommt jetzt richtig reichlich Öl rein. Nicht erschrecken, ja, das muss so sein. Dazu brauchen wir jetzt unseren Pinsel. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch mit der Hand versuchen, das so ein bisschen zu verteilen. Hier würde ich definitiv kein Küchenpapier nehmen, was ja man mal ja ganz gerne nimmt beim Tortenbacken oder Kuchenbacken oder wie auch immer. Das würde das Öl jetzt einfach zu viel aufsaugen. Wir brauchen wirklich Öl da drin. Also von daher entweder mit der Hand machen, wenn man ein bisschen rummatschen möchte, oder mit dem Pinsel. Jetzt ist einmal gut ausgepinselt. Einen Ofen habe ich jetzt vorgeheizt auf 250 Grad. Wenn ihr einen mit Ventilator habt, dann auf 220, 225 Grad. Das gießen wir jetzt hier rein. Dadurch, dass das natürlich flüssig ist, verteilt sich das ganz schön von selber. So. Dann kommt das Ganze jetzt in den Ofen und zwar wie folgendermaßen. Erst kommt mal 10 Minuten das Ganze auf den, auf den Boden vom Ofen, ohne irgendwas dazwischen, einfach drauf 10 Minuten. Und dann wird es nach 10 Minuten in die mittlere Schiene gesteckt, nochmal für ungefähr 15 bis 20 Minuten, bis das Ganze so ein bisschen goldbraun ist. Und dann ist es auch schon fertig. Wollt ihr das Prachtstück sehen? Das kam jetzt irgendwie ziemlich beschissen rüber, aber ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist es goldbraun gebacken, frisch aus dem Ofen. Und genau so im Idealfall sollte man es eigentlich auch essen. Frisch aus dem Ofen, ein bisschen Pfeffer drüber, ein bisschen Rosmarin.
Man kann es aber auch nochmal warm machen, ja, es ist also auch kein Ding. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert, wenn ihr möchtet. Das Beste wäre natürlich, wenn ihr euch abonnieren könntet. Ja, und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder in meiner winzig kleinen Küche. Ich bin eure Diaboletta. Bis dann. Ciao, ciao.